Herzlich willkommen zur Problemzone. Ich freue mich ganz, ganz doll natürlich, dass ihr eingeschaltet habt, aber ich freue mich auch sehr über unseren heutigen Gast, Prinz Pi. Hallo. Wir haben uns auch gerade schon so traurig unterhalten, bevor es jetzt hier losging. Ja. Also eigentlich schon mal so richtig schön ins Thema reingegleitet, geglitten, so vom Stimmungslevel her. Ja, leider. Muss man echt sagen. Also für die Menschen, die nicht genau wissen, was hier heute passiert und was das Thema ist, wir wollen natürlich oder müssen ja auch nicht nur traurig uns heute unterhalten. Das Thema grundsätzlich bietet halt vielleicht nicht so viel Platz zum Spaß haben und Witze reißen, aber wer weiß, vielleicht können wir ja auch das Ganze locker angehen. Prinz Pi ist da, weil wir heute über Depressionen sprechen und ich glaube, für manche ist das vielleicht jetzt erstmal gar nicht so greifbar. Warum haben wir überhaupt dich eingeladen zu dem Thema? Warum bist du überhaupt hierher gekommen? Das werden wir alles gleich noch kurz klären, damit wir erstmal grundsätzlich wissen, was uns hier erwartet. Wollte ich noch kurz erzählen, also diese Sendung ist komplett interaktiv. Ich weiß nicht, ob du sie schon mal gesehen hast. Hast du Problemzone schon mal gesehen? Nein, 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 du musst auch nicht lügen, es ist schon okay. Für mich hast du keine Problemzone. No. Nee, Spaß. Ja, also ich hab's, also nicht Spaß, nein, hast du nicht. Hast du im Vorfeld gedacht, dass das die Sendung ist, dass es um äußerliche Problemzonen geht? Nein, nein, überhaupt nicht. Okay, ich habe natürlich geguckt, um was es geht und so weiter, aber ich habe davon noch keine Sendung gesehen. Ich finde aber das Format interessant. Ich hatte gesehen, dass ihr eine Sendung hattet mit Silla. Mhm. Ich hatte da neulich so einen Artikel gelesen, auch von ihm, der über Alkoholismus und so, ne? Das thematisiert er ja so voll oft. Und ich fand das gut. Also ich finde das interessant, weil gerade so in dieser Rap-Szene, da ist man ja eigentlich so, dass man immer nur angibt und sagt, stimmt, dass man halt irgendwie untouchable ist. Ne? Keine Kugel kann dich treffen, keiner kann dich niederschlagen, keine Frau kann dir widerstehen. Also du bist ja permanent nur in Superlativen am Angeben, wie gut und unfehlbar du bist und auch halt wie unverletzlich du bist. So. Und das ist ja keine... Außer in Songs manchmal. Also ja, aber Schwächen, also dass man so quasi Schwächen zeigt, das wird dann... In der Regel wird das so sehr, sehr kalkuliert gemacht dann, ne? Das stimmt schon, aber das Gute ist, selbst wenn es nicht kalkuliert ist und jetzt einfach nur quasi jemand wirklich tatsächlich sein Herz ausschütten will, ist ja da trotzdem nochmal eine Mauer. Also der Zugang zur Kunst ist zwar da für den Konsumenten, aber das, was diese Sendung hier ja auch bieten soll, ist eben, dass man sich speziell und konkret über ein Thema mit auch einem Menschen austauschen kann, der ja für einen vielleicht wirklich sonst ein Held, ein Vorbild, ein unfehlbarer, unerschießbarer Supermensch ist. Und das finde ich, glaube ich, auch ganz schön, dass man hier eben zeigt, dass wir irgendwie, also dass du genauso wie ich und alle anderen Menschen da draußen, dass jeder so seine Problemzonen am Laufen hat. Ja. Da haben wir doch jetzt schon mal so kurz hoffentlich ein bisschen Eindruck bekommen, worum es ja heute gehen soll. Aber wie gesagt, nochmal für die Menschen, die zum ersten Mal heute eingeschaltet haben, bei Problemzone seid ihr auf jeden Fall gefragt, die ganze Zeit mit zu kommentieren. Wir sind ja ein Facebook-Livestream, also ihr dürft die ganze Zeit kommentieren, Fragen stellen, ihr dürft Mails schreiben und natürlich werden wir auch heute wieder Videoanrufe haben. Also wir werden Menschen hier live in der Sendung haben, mit denen wir uns von Angesicht zu Angesicht oder halt eben auch nur per Telefon austauschen können. So, lieber Prinz Pi, magst du dich so wie alle anderen auch verewigen erstmal auf unserer schönen Telefonzellenproblemzone. Okay, alles klar. Aber ich habe eine Idee. Ja. Bislang haben wir uns ja nur da oben verewigt. Und okay, hier unten, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen blöd von der... Nee, das ist schon geht okay. Es? Ja? Ja. Weil es sieht noch so nackt hier aus. Stift hier ist nicht so... Wow, ich glaube, das wird jetzt sehr, sehr präsent hier im Bild. Ja, so soll es ja auch sein. Oha. Du hast dich ja auch schon so ein bisschen über zum Beispiel meine wacke Art und Weise zu taggen. Ja, meine war jetzt auch nicht beschwert. So schön. Also das ist, damit wäre man früher auch nicht durchgekommen. Aber also bei deiner jahrelangen Erfahrung hätte ich da jetzt zugegebenermaßen auch ein bisschen mehr erwartet. Ja, tatsächlich, da oben hätte man einen besseren Wink. Ich kann gerne da oben noch einen machen. Der wird dann jetzt geil. Ist zu spät. Jetzt bist du für spät. Immer... Aber wow, guck mal, ich habe dafür hier soll ich mein Knie noch so ein bisschen wegnehmen? Ich, hab hier so ich könnte auch noch ein Stück rutschen. Du wirst jetzt aber ich habe eine gute Stelle. Für immer wirst du jetzt hier einfach... Forever, ever. Also man wird immer an dich denken bei dieser Sendung. Egal, worüber wir sprechen. So, Prinz Pi, jetzt habe ich ja gerade schon gesagt, dass vielleicht nicht jeder dich sofort mit diesem Thema in Verbindung bringt. Depression. Es gibt einen Song, den du gemacht hast, der eigentlich so das Einzige ist, was ohne jetzt große Recherche von dir so zu dem Thema ganz öffentlich passiert ist. Schwarze Wolke. Vielleicht kannst du mal sagen, warum du dich dazu entschlossen hast, heute bei dieser Sendung hier teilzunehmen und vielleicht auch, was du dir davon erwartest oder ob du
Ja, ob du aus deiner Perspektive mit uns über das Thema sprechen willst. Achso, ich erwarte mir jetzt davon gar nichts. Aber ich finde, das ist so ein Thema, darüber redet man ungern. Und ich finde das falsch, weil das einfach zu ganz vielen Menschen irgendwie mit dazugehört. Und weil das, wenn man darüber nicht redet, macht es das nicht besser. Also das schweigt es halt irgendwie nur tot. Und im allerschlimmsten Fall, wenn man halt richtig lange schweigt, dann ist halt jemand tot. So, und aber dann ist ja deine Erwartung doch insofern eine positive, dass du denkst, dass das es vielleicht... Dass es ein kleines bisschen besser ist, so, ja, auf jeden Fall. Also ich kriege sehr, sehr viele Mails und Feedback halt irgendwie von Hörern und Fans und so weiter. Und das, was so quasi das ist, was ich am öftesten höre, ist, dass Leute sagen, ey, ich habe so Phasen gehabt, da ging es mir nicht so gut mental und ich war irgendwie depressiv, aber deine Musik, die hat mir dabei geholfen. Und das ist für mich total schön oder total wertvoll, wenn ich irgendwie sehe, dass das Leuten helfen kann und dass das so eine Wirkung hat. Aber bevor wir über die anderen sprechen, würde mich sehr interessieren, inwiefern hast du eben selbst Erfahrungen gemacht mit Depressionen? Also du hast zum Beispiel mal in einem Interview erzählt, dass du schon als Kind schon sehr oft sehr lang traurig warst und gar nicht so richtig wusstest, warum eigentlich. Also es ist ja offensichtlich ein Thema, was schon ganz, ganz lange irgendwie bei dir eine Rolle spielt. Voll. Also ich meine, ich glaube, es kommt so ein Punkt, wo man irgendwie so sagt, okay, ich gehe jetzt so zum Arzt und lass das mal so diagnostizieren und dann hat man das halt so schwarz auf weiß, aber den schiebt man halt irgendwie voll lange vor sich her und gerade wenn man jetzt irgendwie ein Kind ist oder irgendwie ein Jugendlicher, dann wird das so vor einem hergeschoben. So, das ist ja so eine, weißt du, wenn du dir irgendwie einen Arm brichst, dann kann das irgendwie jeder sehen und kann sagen, okay, da muss ein Gips ran, damit das quasi wieder geheilt wird, aber wenn du irgendwas hast, was nur in deinem Kopf stattfindet und was halt auch einfach eine Ansichtssache ist, weil für einen Depressiven ist ja, der befindet sich ja in einem absolut schwarzen Zustand. Da kommt ja kein Licht rein und die Welt ist furchtbar und der ist mit allem irgendwie überfordert. So. Das ist aber für den Menschen, der von außen rauf guckt, natürlich überhaupt nicht nachzuvollziehen. Also wie sollte es denn auch? Der kann ja nicht in dich reingehen und durch deine Augen gucken. Und es ist natürlich voll oft so, dass wenn man so anfängt, zu merken, dass es einem da irgendwie nicht so gut geht, dass man ganz, ganz traurig ist oder dass man alles ganz, ganz fatalistisch beginnt zu sehen, dann sagen einem die Leute halt so, ey, komm, jetzt man up, fang mal wieder an zu lächeln, lass mal was Schönes machen, die wollen dir auch helfen und so, aber es gibt nur sehr, sehr wenig Leute, die wirklich so sagen, okay, dann geh doch mal zu einem Arzt und red mal irgendwie mit einem Profi, weil ich kann dir dabei einfach nicht helfen. So, wenn es so um Sachen geht, die im Kopf stattfinden, dann ist jeder irgendwie Hobbytherapeut. Ne? Und das sind wir auch meistens. Wenn jetzt einer Liebeskummer hat, dann geht man ja auch zu seinen Freunden und spricht mit denen. Da geht man ja nicht irgendwie zu einem Fachmann. So. Und insofern glauben wir alle, auch wenn wir da drin Amateure sind, dass wir ganz gut mithelfen können, wenn einer Depressionen hat oder andere Probleme irgendwie mit seinem Kopf, mit seinem Geist. Aber dem ist halt nicht so. Und ich hatte halt bei mir in der Familie super viele Leute in der Familie mütterlicherseits, die halt sich irgendwie umgebracht haben wegen ihren Depressionen. Und das liegt halt irgendwie einfach so im Blut oder in den Genen oder was weiß ich, wie, dass sich das irgendwie so ein bisschen vererbt, diese Krankheit. Hast du es dir dann tatsächlich auch selbst irgendwann diagnostizieren lassen? Ja, klar. Aber das sozusagen das Positive ist bei dieser Sache, dass es dann halt sehr, sehr tiefe Täler gibt, aber halt auch umso höhere Höhen. Obwohl diese höheren Höhen, wenn sie, also ich weiß ja nicht, ob sie in deinem Fall manisch sind, dann ist das ja keine positive Höhe, oder? Es ist ja so eine maßlose, manische Höhe. Also ja, so würde ich das nicht sagen. Das, ich würde sagen, eine manische Höhe ist, wenn jemand ohne Grund happy ist, genauso wie jemand halt scheinbar ohne Grund total traurig ist. Ich glaube nur, wenn du durch so eine krasse dunkle Phase gegangen bist, dann erscheint dir das, was sonst normal ist eigentlich, sofort irgendwie wieder als sehr, sehr viel schöner. Du weißt es mehr zu schätzen, du weißt es mehr auszukosten. Genauso wie wenn du, keine Ahnung, wenn du dich halt mal irgendwie, wenn du sagst, ich ernähre mich jetzt mal irgendwie 6 Monate lang ohne Zucker
und danach isst du halt irgendwie einen Apfel, dann ist der Apfel halt einfach super spektakulär. Und du weißt dann halt erst wirklich zu schätzen, wie geil so ein Apfel ist, weil du eine Zeit lang keinen gegessen hast. Und genauso ist das halt auch irgendwie mit den mit diesen Hochphasen, die du halt hast nach irgendwie einer schlechten Phase. Ja. Lass uns mal den ersten bzw. die erste Videoanruferin reinholen zu uns, damit wir uns zusammen austauschen können. Ja. Du darfst dir mal dein Knöpfchen ins Ohr machen, dann kannst du sie nämlich auch hören. Ja, ich weiß, dass sie Maren heißt, mehr weiß ich aber noch nicht. Und freue mich, dass sie jetzt gleich zu uns in die Sendung. Okay, wo sehen wir sie, da oder da? Also auf beiden, in beiden Möglichkeiten, aber es wäre, glaube ich, besser, damit man dich auch noch sieht, wenn du da reinguckst. Also hoffe ich, dass wir Maren gleich hier in der Sendung haben. Maren. Das ist eine Live-Sendung. Hey, das ist so, ne? Kennst du Homeland, die Serie? Ich hab's angefangen, aber ich hab's nicht weitergeguckt. Also gibt's halt so diesen Bösewicht, der ja so quasi Usama. Achso, jetzt bist du. Ist die Maren. Jetzt musst du aber ganz kurz auch zu Ende erzählen. Hallo, okay, Maren. Okay, muss das kurz erzählen. Also der sitzt halt in einem Erdloch irgendwo in Afghanistan. Der hat halt Full HD FaceTime. Und ich hab das halt nie, trotz neuestem iPhone und dem geilsten Telekom-Vertrag. Aber jetzt ist Maren hier. Ja, drin. Maren ist da. Wir wollen Maren erstmal richtig begrüßen. Hallo. Hi. Hallo zusammen. Hi, schön, dass du da bist. Freut mich auch. So, wir reden über Depressionen. Ein nicht ganz so heiteres Thema. Und wir sind natürlich gespannt, was du dazu beizutragen hast, inwiefern du vielleicht selbst betroffen bist von diesem Thema. Ja, genau. Also ich kann erstmal meine eigene Geschichte erzählen. Bei mir hat es Anfang 2015 angefangen, dass ich nur noch erschöpft war. Und habe mir da eigentlich noch nicht so viel bei gedacht, weil ich halt dachte, ja, habe gerade viel zu tun, es wird auch wieder besser. Und im April letztes Jahr, also 2016, habe ich dann gemerkt, dass es einfach nicht mehr so toll ist. Also ich habe angefangen, mein Umfeld zu belügen, wegen Kleinigkeiten, dass halt nicht rausgeht, wie schlecht es mir geht. Und bin dann da zur Ärztin gegangen und die hat dann mich auch sofort aus dem Verkehr gezogen und mir eine schwere Depression attestiert, genau. Und seitdem bin ich eigentlich daheim gewesen. Also ich bin auch wieder bei meinem Dad eingezogen, weil ich eben Haushalt nicht mehr geschafft habe, die alltäglichen Dinge. Und war dann auch 8 Wochen in einer psychosomatischen Klinik. Und bin jetzt aber seit Anfang des Jahres wieder bei mir in der Wohnung und schaffe es so auch ganz gut. Und habe jetzt auch seit Anfang Jahr, schreibe ich auf dem Blog über meine Erfahrungen, weil ich einfach was gegen die Stigmatisierung von den Depressionen machen möchte und auch anderen helfen und auch den Angehörigen, weil das für die ja auch nicht einfach ist. Wow, das ist ja auf jeden Fall schon mal eine ziemlich krasse Geschichte. Also du hast ja bisher irgendwie offensichtlich komplett, also aus der Bahn geworfen worden. Also genau. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, du hast deinen Job verloren, du warst nicht mehr in der Lage, alleine zu leben, alleine zu wohnen. Ja, also einen Job hatte ich noch, aber ich war halt krankgeschrieben, habe jetzt das letzte Jahr nicht gearbeitet eigentlich. Aber ja, ich war eigentlich nicht mehr selbst lebensfähig, so kann man das schon sagen, ja. Kannst du sagen, in deinem Fall, was denn jetzt dir die Hoffnung und die Kraft gegeben hat, wieder, also auch alleine so einen Blog zu schreiben, ist ja auch wahrscheinlich für jemand, der an einer schweren Depression erkrankt ist, auch nicht so leicht, oder? Was waren denn die Punkte bei dir, die dich irgendwie wieder so ein bisschen auf die richtige Bahn gebracht haben? Ja, also für mich war ganz wichtig die Zeit in der Klinik. Also die hat mir sehr geholfen, gerade weil man da auch Leute trifft, die natürlich auch betroffen sind und es einfach nochmal eine andere Ebene ist, auf der man sich dann austauscht. Da kann man dann eben Sachen besprechen, die man so mit vielleicht Angehörigen nicht besprechen kann. Ich habe dann einfach auch angefangen, anders übers Leben nachzudenken. Also ich habe davor eigentlich nur gelebt, um zu arbeiten, so kann man das wohl sagen. Und jetzt möchte ich einfach leben, um zu leben. Und die Arbeit soll ein kleiner Teil davon sein. Und ja, das ist immer noch ein Prozess, aber es geht gut voran, ja. Sag mal, war das bei dir jemals in so einem krassen Stadium, wie das jetzt Maren beschrieben hat? Also, dass es so eine komplette Lähmung gab und nichts mehr ging? Nee,
Das, also so schlimm war es bei mir nicht. Ich war auch jetzt nicht in irgendeiner Klinik oder so, weil ich aber auch sozusagen überzeugt bin, dass mir das auch nicht geholfen hätte. Würdest du, Maren, sagen, dass dir die Zeit in der Klinik geholfen hat? Also dieses Konstrukt von so einem abgeschlossenen Raum, der dich so quasi entkoppelt hat von der Welt? Maren? Maren, ja, kannst du, sorry, ich habe es gerade nicht richtig verstanden. Würdest du sagen, dass dir die Zeit in der Klinik geholfen hat? Ja, auf jeden Fall. Also nicht alles. Man muss das auch ganz klar sagen, dass das Angebot nicht alles für jeden passend ist. Wir hatten Mototherapie. Ich habe es davor auch noch nie gehört, aber da geht es eben darum, Gefühle, Ängste etc., was man halt so mit sich trägt, bildlich darzustellen. Und hat bei mir sehr stark angeschlagen. Also, ja. Und hast du, bevor du diese Zeit hattest, hast du vorher schon mal so leichte depressive Episoden gehabt? Also jetzt, wenn ich so im Nachhinein überblicke, kann ich sagen, dass es bei mir schon gute 4 Jahre davor so ging. Ja. Also schon seit 2012. Ja. Immer ein leichtes Auf und Ab. Das haben mir die Ärzte dann auch so bestätigt, aber das sind dann halt immer so Kleinigkeiten, die man in dem Moment dann schlimm findet, dann aber wieder vergisst. Also ich habe auch bei den Panikattacken, die ich zum Beispiel immer hatte, nie dran gedacht, dass es eine Panikattacke ist. Also das sind halt, wenn man nicht weiß, was es ist, dann waren das halt immer so einzelne Situationen, die man halt im Gesamtbild nicht gesehen hat und die dann natürlich auch keinen Hinweis gegeben haben. Prinz B hat ja im Vorfeld auch gerade schon kurz darauf hingedeutet, dass er bei ihm das oft so ist, dass Leute sich eben melden und sagen, boah, deine Musik hat mir in schweren Zeiten geholfen. Gab es da bei dir noch irgendwie so einen Punkt, also sei es jetzt Kunst, Kreativität, entweder von dir selbst ausgelebt oder von anderen konsumiert, was dich optimistischer, hoffnungsvoller gestimmt hat? Oder gibt es in solchen Momenten gar nichts, was da an einen rankommt? Ja, also am Anfang ging gar nichts. Das war dann erst so, würde ich sagen, so in der Halbzeit von der Klinik, dass ich wieder Musik hören konnte. Also ich bin normal ein totaler Musikmensch. Ich habe normal immer was dabei, um Musik zu hören. Aber es ging einfach nicht mehr, weil mir das einfach zu viel war. Also ich konnte es nicht mehr verarbeiten. Das ging dann wieder. Und das hat mir auch schon viel geholfen, doch. Also so, es gibt so ein paar Lieder, wenn ich die dann höre, das erinnert mich dann schon stark an die Zeit. Dann Kunsttherapie hatten wir auch, was ich auch sehr hilfreich fand. Und bei mir ist natürlich noch das Schreiben. Also ich habe schon immer viel geschrieben. Jetzt auf dem Blog ist es dann ja nochmal eine andere Art, weil ich dann auch über meine Erfahrungen schreiben kann. Willst du vielleicht nochmal sagen, wie dein Blog heißt? Das ist ja keine Werbung, die irgendwie kommerziell ist, sondern das ist ja was Gutes und das ist ja vielleicht auch schön für andere Leute, da mal rauf zu gucken. Wie heißt dein Blog? Ja, genau, also es ist beoffbeat.de. Mein Motto ist, sage ich mal so, es ist kein Problem, anders zu sein. Man muss nur eben wissen, wie man damit umgeht. Und ja. Ich habe es leider nicht ganz akustisch verstanden, wie dein Blog heißt. Hast du es verstanden? Ich glaube, irgendwas mit Offbeat. Sonst kannst du es ja gleich auch nochmal kommentieren, einfach schön hier im Livestream drunter kommentieren, damit wir es auch finden können. Und ansonsten danke ich dir erstmal sehr, Maren, dass du die Zeit und vor allem hier auch den Mut gefunden hast, mit uns zu sprechen über dieses Thema. Hast du noch eine Frage abschließend zu dem Thema, wenn wir schon mal hier Prinz Pida haben? Oder ja, ist alles soweit? Du bist ja auch kein Experte. Nein, natürlich nicht, aber ich glaube, dass Maren vielleicht sogar, ne? Also du wolltest, glaube ich, noch was fragen, oder? Ja, also ich hätte noch eine Frage und zwar, wenn es so um Thema Familie geht, geht es ja auch oft darum, eine Familie zu gründen. Wenn ich daran denke, habe ich immer Angst, wenn ich jetzt Kinder bekommen würde, dass ich das weitergebe. Also die Depression,
die Verhaltensweisen. Und mich würde mal interessieren, wie du damit umgehst und wie du auch mit deinen Kindern da umgehst, wenn es mal schlechtere Zeiten gibt. Also klar gibt man das weiter oder die Chance besteht, dass man das weitergeben kann. Aber was du auch weitergibst, ist ja das Wissen darum, wie man damit umgeht. Und wenn du jetzt zum Beispiel, also deswegen hatte ich dich gefragt, ob du das quasi davor schon irgendwie so Episoden hattest, wenn du quasi schon die erste von diesen Episoden richtig behandelt hättest, dann wäre es vielleicht gar nicht so schlimm geworden, wie es dann irgendwann geworden ist. Und ich denke, wenn man halt weiß, dass es diese Problematik gibt und bei seinen Kindern so ein bisschen darüber wacht und so ein bisschen darauf achtet, ob sich da irgendwie so erste Anzeichen von zeigen, dann kann man das halt schon relativ früh, relativ klar machen, was das ist und denen dann auch die Angst nehmen. Zum Beispiel diese Panikattacken ist ja sowas so, wenn man das erste Mal hat und man weiß nicht, was das ist, dann ist das ja furchtbar. Dann denkst du halt irgendwie, ist das jetzt ein Herzinfarkt? Geht's jetzt gleich zu Ende? Was ist denn das? So, wenn du aber jemandem das sagst, ey, pass auf, wenn du mal irgendwann dich so und so fühlen solltest, dann sage ich dir genau, was das ist. Und ich sage dir vor allen Dingen, das geht wieder vorbei und dann rufst du einfach an und dann kriegen wir das irgendwie hin. So, dann kannst du das halt leichter machen. Und ja, so sehe ich das. Also ich glaube, wenn meine Kinder das haben sollten, dann werde ich auf jeden Fall dafür sorgen, dass die das sehr viel leichter haben werden, als ich das hatte. Ja. Und ich denke, Okay. das kann, also jemand, der das selber bei sich gespürt hat und bei dem, der das auch irgendwie was dagegen getan hat, so der ist da so sensibilisiert dafür, der kann das dann auch irgendwie, kann dann auch anderen Leuten so ein bisschen helfen. Das finde ich eine sehr schöne und hoffnungsvolle Antwort, weil es gäbe ja nichts Schlimmeres, als wenn jetzt Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, deswegen sagen, sie wollen keine Kinder in die Welt setzen, aus Angst, dass das Kind quasi dasselbe Leid erfährt. Aber ja, mit der Erfahrung, wie du schon gesagt hast, und Ja. wahrscheinlich in deinem Fall genauso, du setzt dich damit so viel auseinander, du wirst denen so viel mitgeben können. Deswegen wünsche ich dir da in der Hinsicht, dass du ganz viele tolle Kinder kriegst und dass es denen gut geht und dass es bei dir weiterhin bergauf geht. Du wirkst ja so, als wenn du wirklich auf einem sehr, sehr guten Weg bist. Ja, danke schön. Danke dir, Maren. Danke für deine Offenheit und alles Gute Dankeschön. für dich. Und poste Danke. unbedingt nochmal hier in unserem Livestream, wie dein Blog heißt, okay? Mahi. Alles Tschüssi, gut. Maren. Ciao. Dankeschön. Ciao. Ciao. Es gibt halt echt, also man merkt ja jetzt schon, ne, so, wir haben eigentlich erst mit einer Person richtig gesprochen, aber es gibt so viele unterschiedliche Geschichten und Schicksale innerhalb dieser Krankheit. Das ist wirklich, Voll. das ist Wahnsinn. Und das ist mir auch im Vorfeld aufgefallen, als wir gesagt haben, was das Thema ist und du noch als Gast dazu. Wir wurden förmlich wirklich überrannt, also von Nachrichten, von Mails und Menschen, die sich auch gefreut haben, dass wir über dieses Thema sprechen. Also es stellt sich bei mir immer so ein bisschen die Frage, und da würde mich jetzt auch interessieren, wie du das siehst, weil du selber mal, glaube ich, auch in diesem einen Interview, wo du so, da ging es so ein bisschen mehr um Depressionen als normalerweise bei dir, ich glaube, das ist so 3 Jahre her oder so, da hast du mal ein bisschen intensiver darüber gesprochen, da hast du auch gesagt, dass das halt irgendwie so en vogue ist, Depression zu haben. Also, dass man halt früher noch nicht wusste, was das ist, und jetzt, seitdem man das weiß, wie das heißt, nennen das alle so. Glaubst du denn, dass, also bei Maren ist ja ganz klar, dass das nicht einfach nur eine depressive, jemand, der ist ein bisschen depressiv ist, sondern Klar. dass das eine ernsthafte Erkrankung ist. Aber Voll. wie siehst du denn das? Das ist es halt auch eine Art Hype oder Trend, irgendwie zu sagen, ich bin depressiv, oder Also woran erkennt man, also. ich glaube, es gibt so zwei Extreme, die total negative sind. Das eine ist halt, dass, und das war halt sehr, sehr lange so, dass jemand halt eine Depression hatte und die Leute haben das nicht als Krankheit anerkannt, sondern haben halt gesagt, ey, jetzt hab dich mal nicht so. Wird schon wieder so, das ist doch, du fühlst dich einfach nur nicht so gut, das ist jetzt nichts Ernstes und man hat das halt nicht ernst genommen. Das ist das eine negative Ding. Und das andere negative Ding ist, ab dem Moment, wo halt so das, sag ich mal, öffentlich wirklich bekannt war, dass man das hat, da gab es halt bestimmt auch irgendwie viele Leute, wenn die sich halt mal irgendwie dann wirklich ein bisschen schlecht gefühlt haben, da haben die halt gesagt, so, oh Gott, ich bin ganz depressiv und haben sich sozusagen das so übergestülpt, so, ne, gerade. Es gibt viele Leute, die als Künstler oder die unter Künstlertum sowas verstehen wie Weltschmerz zu haben und Melancholie zu haben. Und es gab so um die Jahrhundertwende herum, so zwischen
Also so um 1900 herum, da gab es ganz, ganz viele junge Intellektuelle, die so die Sucht nach dem Freitod hatten, ne? Wo das halt irgendwie so als künstlerisches Ding galt. So man ist halt jung und man ist intellektuell und man ist ganz melancholisch immer und man schreibt Gedichte und die Welt kann dich einfach irgendwie nicht zufriedenstellen und dann gehst du halt gut angezogen ins Moor und setzt irgendwie den schönen silbernen Colt an deinen Kopf und bringst dich halt um, so, ja. Das wurde halt stilisiert als etwas Tolles und auch heute noch wird irgendwie um Leute, die irgendwie sich die jung sterben oder die vielleicht auch irgendwie aus sich umbringen, weil sie depressiv sind, ne? So Club 27 und so weiter und so fort. Das wird halt irgendwie als was Positives stilisiert und alles, was als so positiv gilt und als extrem gilt und auch irgendwie als was irgendwo dann so ein bisschen dem so eine Coolness beigegeben wird. Das ist etwas, was sich Leute dann gerne so geben. So Caspar sagt das in so einem Song, da sagt er irgendwas mit Depressionen und bla bla bla, sie steht Irgendwie uns aus so der gut. Mode zu gehen und Genau, so. weil steht uns so gut. So, es gibt schon bestimmt irgendwie viele Leute, die sind nicht depressiv, aber die geben sich gerne so ein bisschen den Anschein, das zu sein, weil was bekommt man, wenn man das sagt? Man bekommt dann halt irgendwie Aufmerksamkeit vor allen Dingen, Und dazu ne? kommt natürlich aber auch, dass die Begrifflichkeit ja auch, also Und es ist auch schwammig, es kann ja auch keiner voll. überprüfen, kann ja keiner in deinen Kopf reingucken, bist du das jetzt wirklich oder ist das jetzt sowas, was du nur so. Und wenn man auch überlegt, wie leichtfertig man ja auch damit umgeht mit dem Wort. Also ich kann mich auch erinnern, früher, als dieses Wort dann eben so aufkam, dass man dann so gesagt hat, so ich bin Depri zum Ja, Beispiel so. genau, klar. Das ist ja auch, dass sozusagen aus dieser Krankheit plötzlich so ein Wort wurde. Das Also ist genauso wie mit dem Che Guevara-T-Shirt. So, die Leute, die irgendwie sich ein Che Guevara-T-Shirt holen, die wollen halt gerne irgendwie so ein bisschen rebellisch wirken. Und es ist halt irgendwie leicht, sich dieses T-Shirt zu kaufen und halt irgendwie so allen Leuten um sich herum zu zeigen, hey, guck mal, ich bin ein Rebell. Aber das sind ja keine Leute, die jetzt irgendwie wirklich ernsthaft auf die Straße gehen und rebellieren. Was hast du denn da jetzt hier Ja, schon? du, apropos, bevor jetzt alle rebellieren, weil wir hier den Facebook-Livestream komplett vernachlässigen. Hi, ich bin Prinz Pi. Und hier könnt ihr das letzte Video sehen. Und da könnt ihr noch viele andere gute Videos gucken auf einem anderen Kanal. Wow. Just wow.